Schuppentiere sind die einzigen Säugetiere mit Schuppen. Denn warum sollte man sich die Mühe machen, eine zarte Haut zu haben wie wir, die wir uns jedes Mal verletzen, wenn wir gegen das kleinste Möbelstück in unserer Wohnung stoßen, wenn wir elegante Schuppen haben könnten, die eines Krokodils oder Dinosauriers würdig sind? Ihr ganzer Körper ist mit Schuppen bedeckt, mit Ausnahme der Schnauze, des Gesichts, des Bauches und der Innenseite der Gliedmaßen. Diese Schuppen sind weich, wenn sie klein sind und werden härter, wenn sie wachsen, ähnlich wie einige andere Dinge. Aber ich schweife ab. Mit diesem Plattenpanzer schützen sie sich vor Raubtieren, die ein köstliches Schuppentier-Tatar zubereiten wollen. Und um das zu verhindern, rollen sie sich zu kleinen, undurchdringlichen Kugeln zusammen, die sehr niedlich sind und den zusätzlichen Vorteil haben, dass sie leicht mit Stacheln besetzt sind, sodass jeder, der sie beißen will, sofort mit blutigem Mund wieder verschwinden wird. Und es ist eine sehr gute Idee, diese Art der Verteidigung zu haben, denn ihre Höchstgeschwindigkeit liegt bei bescheidenen 5 km pro Stunde. Mit anderen Worten, sie sind verdammt langsam und Flucht ist wohl keine Option. Und das ist noch nicht alles. Wie Iltisse bzw. Stinktiere haben sie Abschreckungsdrüsen in der Nähe ihres Anus, die einen schrecklichen, säuerlichen Geruch verbreiten. Wahrscheinlich liegt es an ihrem stinkenden Hintern, dass Schuppentiere scheue und einzelgängerische Tiere sind, die ihren Tag normalerweise in einem mit Erde bedeckten Bau verbringen.